شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandt ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir fahren heute fort mit Fiqh al-Ibadah. Wir sind gerade in Bab al-Zakah, die Tür des Fastens oder das Kapitel des Fastens. Und für die Geschwister im Internet auch um 19.30 Uhr fangen wir jetzt circa die Unterrichte an, weil wir auch das Isha-Gebet hier etwas verspätet haben. Um 19.30 Uhr sind dann immer die Unterrichte in der Woche. Al-Zakah, damit haben wir das letzte Mal begonnen. Und wir haben definiert, was die Zakah ist. Wer kann mir sagen, was ist die Zakah? Und wir haben das letzte Mal eine vollständige Definition dafür gegeben. Na, der Vater. Zakah ist die Ausländer werden gerne dran. Bitte schön. Die Vermögensabgabe einmal im Jahr. Das ist eine Vermögensabgabe. Mhm. Weiter? Wir suchen raus, was wir brauchen und lassen, was wir nicht brauchen. Vermögensabgabe von den Reichen an die Armen, aber in einer bestimmten Summe, um 2,5% davon, einmal jährlich. Okay, lass uns jetzt das Wert von nehmen. Auf jeden Fall, das zahlen die Reichen an die Armen. Reichen natürlich ist relativ gemeint, ja. Wenn jemand jetzt, ab welchem Betrag haben wir gesagt, wir kommen noch heute dazu, inshallah, wenn wir das schaffen, aber circa, circa 2000 paar zerquetschte, reich, relativ. Natürlich, man ist reich. Alhamdulillah, bleibt mir. Es gibt Leute, die wesentlich weniger haben. Das zahlen diejenigen an die Armen. Okay, lasst uns festhalten, das waren vier Punkte. Das sind vier gewisse Sachen. Das ist einmal ein bestimmter Prozentanteil. Wie viel Prozent? 2,5% von bestimmten Vermögenswerten zahlt man auf alles dieser Zakat. Man zahlt sie nicht für was? Zum Beispiel, du hast Möbel zu Hause oder du hast ein Auto zu Hause. Zahlst du dafür die Zakat? Nein. Sondern das wird auf bestimmte Vermögensteile bezahlt. Und dann noch für bestimmte Vermögensgruppen. Wer sind die bestimmten Vermögensgruppen? Kriegt jeder die Zakat-Antwort? Nein. Nicht jeder kriegt die Zakat, sondern bestimmte Gruppen von Leuten. Und das zu einem bestimmten Jahr. Also vier Punkte. Welche Punkte haben wir? Na? Also eine Vermögensabgabe, 2,5% im Jahr, von bestimmten Vermögensanteilen. Richtig. Und, und? Von bestimmten Personen. Jährlich. Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt für bestimmte Personengruppen. Das sind die vier Punkte. Ein bestimmter Prozentanteil, 2,5% von bestimmten Vermögenswerten. Das heißt, nicht auf alles zahlst du die Zakat, sondern nur auf bestimmte Vermögenswerten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist einmal im Jahr und das für bestimmte Gruppen. Das ist alles. Das ist die vollständigste Definition für Al-Zakah. وَهِيَ حَقٌ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَ مَخْصُوصَ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ. So haben die Gelehrten das definiert, liebe Geschwister. Dann haben wir darüber gesprochen, was der Hukum ist bezüglich der Zakah. Ist sie verpflichtend oder nicht? Verpflichtend. Ist verpflichtend und gehört sogar zu den Säulen des Islam. Und wir haben gesagt, wenn Allah Azza wa Jalla dieses verbindet miteinander kombiniert, das heißt, einmal die Zakah und das Gebet. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah. Das bedeutet, diese beiden Sachen sind immer miteinander verbunden. Und Ibn Abbas, wir haben die Aussage das letzte Mal erwähnt, Ibn Abbas sagte radiallahu anhu, drei Dinge sind im Koran immer in Verbindung, eine mit der anderen Sache verbunden. Das eine wird ohne das andere nicht angenommen. Welche Dinge waren das? Einmal? Die Gehorsamkeit zu Allah und die Gehorsamkeit zu den Eltern. Genau, richtig. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und euer Herr hat bestimmt, dass ihr zu niemanden oder dass ihr niemanden anderen anbeten dürft, außer Allah, und zu euren Eltern sollt ihr gütig sein. Dann? Diejenigen, die glauben und Gutes tun.
Die glauben, ja, das hat aber mit einer Sache zu tun, klar, das, na? Das Gebet und die Zakat. Das Gebet und die Zakat, richtig? Nein, waqimus salat wa atu zakat. Nochmal, das ist alles durcheinander. Erstmal Anbetung zu Allah und Güte zu den Eltern, das gehört zusammen. Dann zweitens, hä? Habt ihr gerade gesagt, Gebet und die Zakat. Und drittens, derjenige, der Allah und seinen Gesandten gehorcht. Wenn du sagst, ich gehorche Allah, nicht den Gesandten, wird Allah von dir annehmen. Oder wenn du sagst, ich gehorche den Gesandten und nicht Allah, wird der Allah annehmen. Deswegen, diese drei Sachen gehören zusammen und sind nur im Verbund miteinander zu sehen. Wer diese eine Sache vernachlässigt von diesen drei, so wird das nicht angenommen von ihnen. Deswegen, das ist eine verpflichtende Sache, liebe Geschwister. Den Beweis haben wir angeführt für die Zakat aus dem Koran und aus der Sunna. Und wir haben auch die Strafe das letzte Mal erwähnt für diejenigen, die ihre Zakat nicht bezahlen. Das ist eine sehr herbe Strafe. Sie fängt schon wo an? Sie fängt schon im Grab an. Und Jahannam wartet auf ihn, denn da werden seine Vermögenswerte erhitzt und dann auf seine Körperteile gelegt. Möge Allah sozusagen uns bewachen. Heute reden wir über Hukum Mani'iha, liebe Geschwister, über das Urteil von demjenigen, der die Zakat nicht entrichtet. Al-Zakatu min al-Fawaid, al-Nati ajma'at alayha al-Umma. Die Zakat gehört zu den verpflichtenden Dingen, über die die Umma, wenn wir sagen die Umma, meinen wir dann die Juhal, meinen wir dann die Unwissenden oder die Gelehrten? Die Gelehrten, sie haben darüber ein Ijma'. Was heißt Ijma'? Ein Konsens, dass die Zakat verpflichtend ist. Und es heißt hier, die Geschwister, wahia min al-daruriyat, das gehört zu den Dingen, die zu dem Din gehören. Ad-Din bihaith lau ankara wujubaha ahadun kharaja anil Islam. Wenn jemand dessen Gültigkeit von der Zakat in Frage stellt, so hat er den Islam verlassen. Wer Islam, dann wird er entschuldigt aufgrund seiner Unwissenheit, weil er das nicht wissen kann. Und hier seht ihr diese Angelegenheiten in der Religion, liebe Geschwister. Die Leute sind nicht alle gleich. Ein Jahil ist anders als ein Alim. Der Jahil wird entschuldigt für bestimmte Dinge. Und die Beweistexte aus Koran und Sunna sind viele. Aber wenn jemand Alim ist, dann sieht die Sache anders aus. Und ich erwähne immer hier die wunderschöne Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimullah ta'ala, als er zu den Leuten der Jahmiyyah-Sekte gesagt haben, diese Leute haben gesagt, der Koran wäre erschaffen, walayyadu billah. Und der Koran sind die Wörter Allahs. Und alles, was zu Allah gehört, ist niemals erschaffen. Denn das gehört zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese sagten aber, der Koran ist erschaffen. Dann sagte Sheikh al-Islam zu diesen Leuten, als er mit ihnen geredet hat, er sagte, hätte ich gesagt, was ihr sagen würdet, wäre ich ein Kafir geworden. Bitte passt auf. Würde ich sagen, was ihr sagt, dann wäre ich was? Ein Käfer geworden, denn ich weiß, dass das, was ihr sagt, Kufr ist. Habt ihr das verstanden? Wenn jemand, der wissend ist, etwas sagt, hat das einen anderen Charakter, als wenn jemand, der unwissend ist. Mal angenommen. Eine Person, der hier unter euch sitzt. Zum Beispiel, du bittest oder du gehst zum Grab von einem Toten und bittest von ihm. Was ist das Urteil darüber? Schirk. Gibt es kleinen Schirk, großen Schirk? Kleinen Schirk, weil er weiß nicht. Was ist das Urteil, wenn man einen ruft, wenn man jemanden ruft, der tot ist, von ihm bittet? Was ist das Urteil darüber? Das ist großer Schirk. Und man verlässt damit die Religion. Mal angucken. Ist das deine Akida? Hundertprozentig? Wenn man einen Toten ruft, dass man in jedem Fall Kafir wird, ja oder nein? Nein, kommt drauf an. Du selber, du, wenn du das machen würdest, du weißt das für dich, dass du jetzt, wenn du einen Toten rufen würdest, dass du damit den großen Kuffer beginnst? Ja oder nein? Auf jeden Fall. Du weißt das? Ja. Du weißt das? Und tatsächlich, wenn wir das machen würden, würden Kuffar werden. Warum? Weil wir das wissen. Aber es gibt Leute, die sind in einem Land geboren, wo es keine was gab.
Gelehrte, wo ist kein Wissen da, wo sie betrogen wurden von diesen Verbrechern, weil Iyadu Billah, die ihnen beigebracht haben, etwas anderes außer Allah Azza wa Jalla anzubeten. Diese Leute haben ein anderes Urteil. Warum? Weil sie haben die Unwissenheit als Entschuldigung. Aber schaut mal, wenn wir das machen, von dem großen Schirm irgendeine Sache, wo wir genau darüber Bescheid wissen, dann haben wir keine Entschuldigung. Warum? Weil wir sind Wissen. Und das war, was Sheikh al-Islam zu diesen Leuten gesagt hat, von der Jahmiyyah Sekte. Er sagte zu ihnen, würde ich sagen, was ihr sagt, dass Allah Azza wa Jal, dass der Koran etwas Erschaffenes ist, so wäre ich Kafir geworden. Ihr aber, weil ihr unwissend seid, seid ihr entschuldigt. Und das muss man verstehen. Wallahi, so ein wunderschöner Satz von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. So haben wir natürlich einen Unterschied zwischen denen, die neu im Islam sind, liebe Geschwister, und denjenigen, die wissen sind. Amma man imtana'a an adaiha ma' i'tiqadihi wa wujubiha fa'innahu ya'tham bi'imtina'ihi duna an yukhrijahu thalika an al-Islam wa ala al-Hakim an ya'khudaha minhu qahran. Er sagt, was denjenigen anbelangt, der diese Zakat verweigert. Und er ist sich im Klaren darüber. Er weiß darüber Bescheid, denn das ist sein fester Glaube. Und er weiß über dessen Gebot Bescheid. Das heißt, er weiß, dass diese Zakat eine Verpflichtung ist. So ist dieser sündig. So ist dieser sündig. Aber dieser, der weiß, mit euch andere unterrichtet, ist nicht mehr so, dass wir immer nur 1, 2, 3, 4, 10. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen weiterkommen in Schadetal. Ihr kennt das, ihr kennt den Meinungsunterschied der Gelehrten zwischen Tariq al-Salah, derjenige, der nicht betet. Die meisten Gelehrten sagen, derjenige, der nicht betet, ist noch Muslim, aber ein Fasik. Aber ein Teil der Gelehrten sagt etwas anderes. Okay. Wenn wir aber jetzt die Situation haben, dass wir sagen, eine Person, er betet nicht aus Faulheit, aber er verleugnet nicht das Gebet. So ist er nach den meisten Gelehrten was? Muslim. Aber jetzt dieser, der sagt, es gibt kein Gebet. Was ist jetzt sein Urteil? Ja. Guck mal, beide beten nicht, ja? Beide beten nicht. Aber der eine leugnet das Gebet und der andere nicht. Und dieser, über den wir hier reden, der leugnet nicht die Zakat, aber er bezahlt sie auch nicht. Er gibt sie nicht, er entrichtet sie nicht. Dieser wird dadurch kein Kafir, aber wir werden hören, was er für Strafen hat. Und der Hakim, der Richter, oder beziehungsweise der Wali und Amr in diesem Land, wo dieser die Zakat nicht bezahlt, diese Zakat nicht entrichtet, so kommt der Befehlshaber zu ihm und er nimmt sein Geld gewaltsam. Er nimmt sein Geld gewaltsam. Das heißt, dieser, der die Zakat nicht entrichtet hat, der فَلَهُ أَجْوَهَا. Derjenige, der die Zakat entrichtet und er erhofft sich den Lohn, so wird dieses von ihm angenommen und er wird dafür belohnt werden. Er wird dafür belohnt werden. وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَزْمَةٍ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Aber wer das vorenthält, die Zakat, so wird die Hälfte von seinem Vermögen genommen. La yahillu li ali Muhammadin minha shay. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familie, ihnen steht nichts zu von dieser Zakat. Das ist ein spezielles Urteil. Nur für wen? Für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Familie. Sie kriegen nichts von der Zakat. Sie kriegen was? Nichts von der Zakat. Was dürfen sie auch nicht annehmen? Auch die Leute, die zur Familie gehört, einer von euch zur Familie? Dachte jetzt einer von den Schiaren. Ah. Bitte? Sadaqa. Sadaqa dürfen sie ebenfalls nicht annehmen. Jemand, der zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört, der darf keine Sadaqa annehmen. Der darf keine Sadaqa annehmen. Na, walau umta'na qawmun an adaiha ma'a i'tiqadihim wujubiha wa kanat lahum quwa wa man'a fa innahum yuqataluna alaiha hatta. Und wenn ein ganzes Volk in einem Gebiet ist, die sich weigern, diese Zakat herauszugeben, so werden sie bekämpft, bis sie dieses entrichten.
Dieses aufgrund der Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Dieses aufgrund der Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, mir wurde befohlen, die Menschen so lange zu bekämpfen, bis sie La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah bestätigen und das Gebet verrichten und die Zakat verrichten. Wenn sie dieses tun, so schützen sie ihr Blut und ihre Vermögen vor mir, außer mit dem Recht des Islam. Wa hisabuhum ala Allah, und ihre Abrechnung ist bei Allah. Das heißt, wenn Heuchler so tun, als ob sie Muslime wären, so haben sie La ilaha illallah gesagt. Aber warum haben sie das gesagt? Um ihr Blut und ihr Vermögen zu schützen. Aber auch wenn sie das schützt vor dem Propheten, wo werden sie ihre Abrechnung haben? Bei Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa kana Abu Bakrin, wa kafara man kafar min al-Arab, fa qala Umar, kayfa tuqatil in-nas. So berichtet Abu Hurairah radiyallahu anhu, dass als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, so war Abu Bakr in dieser Zeit, wie ihr wisst, der Khalif, und in dieser Zeit haben viele Ridda gemacht. Das heißt, sie haben den Islam gänzlich verlassen. Warum? Weil sie haben gesagt, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr lebt, dann was sollen wir mit dieser Religion? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ist zu den Menschen gekommen und er sagte zu ihnen, subhanallah, schaut mal, Worte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Er sagte zu ihnen, wer Muhammad anbetet, so soll er wissen, Muhammad ist gestorben. Und wer Allah anbetet, so soll er wissen, huwa al-hayy alladhi la yamut, so ist er der Lebendige, der niemals sterben wird. Und manche haben Muhammad angebetet in dieser Zeit, sallallahu alaihi wa sallam. Und sie waren die Verlierer. Sie haben Ridda gemacht, sie haben den Islam verlassen aufgrund dessen, aber diejenigen, die Allah azza wa jalla angebetet haben, das waren die Aufrichtigen. Möge Allah azza wa jalla uns unter den Aufrichtigen schreiben. Abu Bakr as-Siddiq war in dieser Zeit, liebe Geschwister. Und er hat gesehen, dass diese Fitna unter den Leuten sich verbreitet hat. Viele haben zu dieser Zeit Ridda gemacht. Was hat er gesagt, Abu Bakr as-Siddiq? Er sagte, Wallahi, la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zaka, fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi, law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la qataltum 'ala man'iha. Er sagte, bei Allah, ich werde jeden bekämpfen, der zwischen der Zakat und dem Gebet einen Unterschied machen. Ich habe euch letztens den Hadith erzählt. Und die Zakat ist das Recht, was man auf die Güter bezahlt. Das ist das Recht Allahs Azza wa Jal und der Personen natürlich, die der Zakat bekommen. Und wer mir nur eine kleine Ziege vorenthält von der Zakat, die er bezahlen muss, so werde ich ihn bekämpfen, weil sie mir dieses verweigert haben. So sagt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. So sagte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, so habe ich gesehen, dass Abu Bakr as-Siddiq so entschlossen war, dass Allah Azza wa Jalla seine Brust geöffnet hat für diese große Aufgabe, dass er sie bekämpfen wird, diejenigen, die unterschieden haben zwischen der Zakat und dem Gebet, so wusste ich, er ist auf der Wahrheit. Weil Allah Azza wa Jal sein Herz erleuchtet hat. Und hier seht ihr, liebe Geschwister, dass diese Leute die Religion am besten verstanden haben. Es gibt Leute, die denken, ja jetzt, wenn Abu Bakr as-Siddiq diejenigen bekämpft hat, die zwischen Gebet und Zakat unterschieden haben, was denkt ihr, warum hat er sie bekämpft? Sind sie Kuffar geworden? Hat er sie bekämpft, weil sie Kuffar geworden sind? Was hat Umar zu ihm gesagt? Du bekämpfst Leute, die was sagen? La ilaha illallah. Was hat Abu Bakr ihm geantwortet? Ha? Ich werde jeden bekämpfen, der zwischen Gebet und Zakat unterscheidet. Ja, subhanallah, derjenige, der das Gebet verpflichtet hat, ist das nicht auch derjenige, der die Zakat verpflichtet hat? Und wir fragen unsere Muslime in der heutigen Zeit,
Derjenige Schwester, der dir das Fasten anbefohlen hat, ist es nicht auch derjenige, der dir den Hijab befohlen hat? Aber manche wollen was machen? Unterschiede zwischen dem und dem. Und das ist, was wir von den Yahud kennengelernt haben. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches, während ihr einen anderen Teil auslässt? Und wir fragen auch diejenigen von den Männern, die fasten, aber nicht beten. Wer hat euch beide Gebote aufgetragen? Warum unterscheidet ihr zwischen dem und dem? Und das macht keiner, außer jemand, der seinen Herrn Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, nicht kennt, liebe Geschwister. Denn alle Gebote sind von Allah Azzawajal. Und wir machen keinen Unterschied zwischen einem Gebot von Allah oder von seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, weil alle Gebote von der Sunna sind zurückzuführen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, ein Muslim unterscheidet nicht zwischen dem und dem. Er weiß, das ist Religion, also ist das Religion. Und ich darf niemals eine Trennung machen zwischen diesem und jenem, denn dann gehöre ich wahrlich zu den Ungerechten. Ala man tajib az-zakat. Wir haben jetzt, nachdem wir besprochen haben, derjenige, der sie zurückhält, was ist seine Strafe? Was darf der Wali ul Amr bei ihm machen? 50%. Er darf die Hälfte von seinem Vermögen nehmen. Als Ansammlung oder für immer weg? Für immer weg. Weiter? Was noch? Man kann ihn bekämpfen. Also der Wali ul Amr. Wenn dieser die Zakat zurückhält, dann kann er ihn bekämpfen. Das gilt nicht für das normale Volk, denn dazu ist nur der Waliul Amr berechtigt. Für wen ist die Zakat verpflichtet? Tajib ala kulli Muslimin, hurrin, malik linisab. Sie ist verpflichtend für einen jeden Muslim, der frei ist. Was bedeutet frei? Der kein Sklave ist. Und der einen Nisab erreicht hat. Nisab ist der Grundwert. Ungefähr haben wir gesagt, 2000 Euro. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. إِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الْمَالِ سِوَى الزَّرْ. Derjenige, der nach einem Jahr diesen Vermögenswert an Nisab besitzt, so ist es für ihn verpflichtend, diese Zakat zu entrichten. Außer die Leute, die Ernte betreiben, für sie ist die Zakat wann erst verpflichtend, wenn sie auch die Ernte herausgebracht haben. Die Zakat wird für sie verpflichtend, für die Bauern wird es verpflichtend, wenn sie die Ernte auch herausgebracht haben. Und dies ist aufgrund der Aussage von Allah Azza wa Jal. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. So entrichtet die Zakat an dem Tag, wo ihr was? An dem Tag, wo ihr die Ernte bringt. Was verstehen wir jetzt darunter, was der Autor hier gesagt hat? Das ist verpflichtend für einen jeden Muslim, der den Grundwert besitzt. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist sowohl für klein als auch für groß. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Ein Sechsjähriger hat die Pubertät erreicht. Ein Sechsjähriger hat ein Vermögen zum Beispiel von 4.000, 5.000 Euro. Wer muss die Zakat für ihn bezahlen? Sein Vormund, sein Vater von seinem Geld. Nicht von dem Geld vom Vater, sondern von dem Geld vom Kind. Man wundert sich, ja? Auch für die Kleinen. Und sogar für den Majnun. Wenn der Majnun, der Verrückte oder Geistesgestörte, Geld hat, so muss auch für ihn die Zakat bezahlt werden. Damit sind alle Takfiris zakatpflichtig. Leider. Ich muss das ja auch genau definieren, damit man auch versteht. So. Eine Person, der ist nicht volljährig, dieses gilt nicht hier, das ist eine Ausnahme, die Zakat. Warum? Weil das Gebet und das Fasten brauchen eine gewisse Anstrengung. Und das ist für den Kleinen zu schwer. Aber die Zakat, braucht das eine Anstrengung von ihm? Wenn der Vater einfach von seinem Vermögen nimmt und das bezahlt? Nein, das braucht keinen Anschein. Deswegen gibt es keinen Unterschied hier. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu in den Jemen geschickt hat, so sagte er zu ihm und nimm von ihm die Zakat. Und er hat nicht unterschieden zwischen klein und groß, liebe Geschwister. Und hier haben wir
auch eine Sache, die wir verstehen müssen. Es gibt Leute, die haben vielleicht Schulden. Die haben Schulden. Der sagt, wie soll ich die Zakat bezahlen? Doch, wenn du Vermögen hast, zahlst du die Zakat. Auch wenn du Schulden hast. Eine Person zum Beispiel hat 3000 Euro und er muss zum Beispiel Schulden abbezahlen. Er muss Schulden abbezahlen. Zum Beispiel besitzt er 3000 Euro und er hat 5000 Euro Schulden. Mal angenommen. So. Mit 3000 Euro hat er den Grundwert erreicht, ja oder nein? Er hat den Grundwert erreicht, richtig. So. Wenn diese 3000 Euro bei ihm ein Jahr verbleiben, dann muss er davon dieser. Ich meine, wenn er jetzt auch dieser Karte hat, wie viel ist das? So, dass sein ganzes Vermögen weg ist, 3000 Euro, 2,5%. Wo ist unser Ingenieur? Hier. Also, 2,5% von 3000 Euro. 75 Euro, richtig. 75 Euro. Ja, die Weddinger sind alle erstaunt. Er ist auch aus Wedding, aber andere Weddinger. 75 Euro? Ich meine, was macht ihn das jetzt? Reicher oder ärmer? Das ist gar nichts. So, dieser ist verpflichtet, dieser Zakat zu bezahlen. Aber wenn er das Geld vorher nimmt, um damit seine Schulden zu bezahlen, muss er dann immer noch die Zakat bezahlen? Dann nicht. Dieses gilt nur mit der Voraussetzung, dass sein Geld auch wie lange da ist? Ein Jahr. Ein Jahr. MashaAllah, tabarakallah. Ihr wisst gut Bescheid. Al-Amwal allati tajib fiha az-zaka. Wir fangen heute nur ganz kurz an, inshallah ta'ala. Die Dinge, auf denen Zakat bezahlt werden muss. Wir haben gesagt, die Vermögenswerte, die man besitzt, nicht auf alles zahlt man Geld. Tajibu Zakat fi an-naqdi. Die Zakat ist verpflichtend für die Dinge, die Geldwerte sind. Die Geldwerte sind. Was-Zuru' und die Ernte, was-Thimar und die Früchte, wal-Mawashi und das Vieh. Vieh bedeutet natürlich hier Kamele, Kühe, Schafe, Rinder. Wal-Rikaz, Rikaz sind die Bodenschätze. Für diese Dinge muss man die Zakat entrichten. Für diese Dinge muss man die Zakat entrichten. Und das nächste Mal werden wir inshallah ta'ala diese Dinge noch näher beleuchten. Liebe Geschwister, wir machen das lieber im Zusammenhang. Das sind diese Vermögenswerte, die wir heute erwähnt haben. Die machen wir dann das nächste Mal schnell, arbeiten wir sie durch. Denn es ist, damit ein Muslim weiß, worauf er auch Vermögen bezahlen muss. Und es gibt Leute von uns auch, die haben Ländereien, die haben vielleicht Gepachtetes oder Geerbtes oder Sonstiges. Dann muss man wissen auch, worauf man die Zakat bezahlt. Ich mache eine kurze Wiederholung. Derjenige, der die Zakat zurückhält, so darf der Waliul Amr von ihm was nehmen? Die Hälfte seines Vermögens. Zwangsweise darf er sie ihm entnehmen und dieser muss dann auch diese Zakat hergeben, wenn er nicht bekämpft werden möchte. Und wir haben im Allgemeinen darüber gesprochen, dass die Zakat verpflichtend ist. Es gibt nur einen Unterschied zwischen demjenigen, der das leugnet, dieser ist mit Ijma aller Gelehrten ein Kafir, außer eine Person, der neu im Islam ist, der nicht das Urteil kennt. Und ansonsten diejenigen, die das zurückhalten, während sie wissen, dass das verpflichtend ist, diese Leute haben welchen Hukum? Die das nicht bezahlen, aber wissen, es ist verpflichtend und sie leugnen es nicht. Was für einen Hukum haben sie? Sünder. Ja, natürlich, sie sind große Sünder und in unserer Religion werden sie bekämpft, wenn sie nicht ihr Zakat hergeben. In Deutschland wird man, wenn man nicht die Steuern bezahlt, stärker oder härter bestraft, als einer, der eine Oma getötet hat. Wisst ihr das? Ja. Ich meine das im Ernst, ja. Wer von euch hat schon mal Steuern hinterzogen? Wenn jemand Steuern hinterzieht hier in diesem Land, der kriegt, natürlich, es kommt darauf an, wer das war. Ob das Merkel persönlich war oder de Maizière oder von dieser Creme à la. Wenn einer das von ihm macht, ist es anders. Aber wir jetzt zum Beispiel, wir, und sagen Salafisten zu uns, was denkt ihr, wie viel würden wir an Strafe bekommen? Maximale Strafe. Als ob du 500 Menschen getötet hast. So ist hier die Strafe, ja, mit der Dings.
Und guck mal, bei uns, Alhamdulillah, bei uns nimmst du die Hälfte des Vermögens und das nächste Mal hat er gelernt oder nicht gelernt. Glaub mir, der hat gelernt. Weil von der Hälfte nochmal die Hälfte er weiß, dieses Spiel kann er nicht lange spielen. Na, und insofern, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Fragen erstmal hierzu. Na, tafadhal. Schaut mal, ihr müsst immer unterscheiden. Es gibt bei der Zakat zwei wichtige Sachen, die man betrachten muss. Einmal ist es das Recht von Allah Azza wa Jal und das zweite, das Recht an wen? An die Armen. Was das Recht gegenüber Allah ist, ist eine Sache. Okay? Jetzt zum Beispiel. Du hast jahrelang deine Zakat nicht bezahlt. Jetzt sagst du, ja Allah, vergib mir. Reicht das? Reicht das ja oder nicht? Warum? Gegenüber Allah hast du jetzt dein Soll erfüllt. Er wird dir vergeben. Aber welches Recht bleibt? Das Recht der Armen. Mafhum? Und deswegen machen wir einen Unterschied zwischen dem und dem. Bei der Zakat geht es um beide Rechte, liebe Geschwister. Einmal gegenüber Allah, Haqqullah, wa Haqqul Fuqara, und das Recht der armen Menschen. Sie haben beide das Recht. Und deswegen, die Gelehrten sagen, derjenige, der seine Zakat nicht bezahlt hat, vor der Zeit, wo er praktizierend war, er soll dann den Betrag so gut wie möglich ermitteln, damit er das nachbezahlt, wenn er natürlich Vermögen hat, wenn nicht, dann nicht. Na, und so ist die Sache bei uns im Islam. Warum? Weil das Recht über die Fuqara bleibt. Das Recht an die Armen bleibt. Aber das Recht über Allah Azza wa Jal, er kann dir verzeihen, subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa a'am. Es wird gefragt, wem genau wird dieser Zakat entrichtet? Also wer ist dafür? So, wer ist dafür zuständig oder wer bekommt diese Zakat? Ja, genau. Wer ist dafür zuständig? Nee, wer kommt dafür in Frage? Wer bekommt die Zakat? Das ist, liebe Geschwister, das ist die Ayah 60 aus Surah Taubah. Das sind mehrere Gruppen, die wir noch behandeln werden. Am wichtigsten für dich ist von diesen Gruppen die Armen und die Bedürftigen. Ein Armer ist einer, der nichts besitzt. Ein Bedürftiger, er könnte etwas besitzen, aber es reicht nicht, um seinen Lebensunterhalt zu beschreiben. Und manchmal kommt Miskin in derselben Bedeutung vor wie Armer. Manchmal ist es dieselbe Bedeutung und manchmal, wenn diese beiden Begriffe zusammenkommen, dann ist das eine unterschiedliche Bedeutung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber es sind natürlich noch mehrere Gruppen. Wenn man jetzt zum Beispiel, man hat 3000 Euro zu Hause und man leiht es jemandem aus der Familie, ist es dann so, wie als wenn man das Geld nicht hat, oder muss man... Wenn jemand jetzt 3000 Euro hat und bald kommt der Zeitpunkt, wo er die Zakat bezahlen muss und er gibt die 3000 Euro weg, dieser muss nicht die Zakat bezahlen. Dieser muss nicht die Zakat bezahlen. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, wie Al-Bahuti rahimullah ta'ala sagt, derjenige, der den Nisab erreicht hat. Was bedeutet der Nisab? Den Grundwert erreicht hat. Und dieser muss von dem Geld ausgeben, was er besitzt. Oder dieser verliert etwas von diesem Geld. So hat er nicht mehr die Verpflichtung, die Zakat zu bezahlen. Und alles von unserer Religion ist basiert auf Grundlagen. Warum? Weil die Zakat zwei Bedingungen hat. Eine Bedingung, Nisab, den Grundwert, zweite Bedingung, das ist ein Jahr gelegen. Ein Jahr, wir meinen im Jahr Hijri. Hijri bedeutet nach unserem Kalender, nach dem islamischen Kalender. So, wenn es jetzt nicht ein Jahr gelegen hat, sondern zwei Tage vorher hast du gesehen, du hast eine Rechnung bekommen, musstest die 3000 Euro, die du besessen hast, für irgendwas anderes bezahlen. Was ist jetzt hier? Du musst nichts bezahlen. Sogar einen Tag bevor du bezahlen musst, hast du geheiratet und deine Frau will für 3000 Euro ein Brautkleid. Glaubst du? Nein. Wenn das Geld weg ist, ist man nicht verpflichtet, die Zakat zu bezahlen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal, wassalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Ja, Muhajir, bitteschön. Die Eltern von einem Bruder haben zum Beispiel seit 4 Jahren das 2000-Euro-Geld. Und als sie konvertiert würden zum Beispiel und die Bruder gesagt hat, dass sie bezahlen sollen, aber trotzdem zahlen sie das nicht. Und wenn sie das zahlen, was ist mit nächstes Jahr zum Beispiel? Weil das Geld wird noch weniger bleiben. Sollen sie nochmal von das Geld bezahlen? Oder wie ist das zum Beispiel? Deine Fragen sind immer kompliziert. Also, Leute waren keine Muslime. Genau. Dann kommen sie zum Islam. Genau. Bei diesen Leuten ist es so, die brauchten vorher nicht zu bezahlen. Erst ab dem Zeitpunkt, wo sie Muslime werden. Erst ab dem Zeitpunkt, weil ein Kafir braucht diese Sachen. Er ist nicht verpflichtet dazu. Was haben wir gesagt? Die Zakat ist verpflichtend für einen jeden Muslim. Sind diese Leute Muslime gewesen? Nein. Also erst ab dem Zeitpunkt, wo sie Muslime waren und sie haben Vermögen gehabt und das hat über ein Jahr gelegen, dann müssen sie dafür bezahlen. Und wenn sie das 3-4 Jahre versäumt haben, dann rechnen sie aus, wie viel sie immer jedes Jahr bezahlen mussten. Wenn sich der Betrag nicht geändert hat, dann rechnen sie aus, zum Beispiel von 2000 Euro, sagen wir mal 20 Euro im Jahr 2000 so und so, 20 Jahre im Jahr so und so, 20 Euro im Jahr so und so, bis sie diese Jahre gerechnet haben und diesen Betrag zahlen. Nur von das Geld? Nur das, Wallahu ta'ala. Wenn man jetzt die Zakat nicht bezahlen muss, aber man zahlt sie dennoch, wird man belohnt? Wenn man die Zakat nicht bezahlen muss, aber man bezahlt sie trotzdem, wird man belohnt. Man ist nicht verpflichtet zu einer Sache, die, dessen Bedingungen man nicht erfüllt. Okay? Hier gibt die Person eine Sadaqa. Alhamdulillah, er wird doch belohnt. Und wenn man zu einer Sache nicht verpflichtet ist, ist man nicht verpflichtet. Na? Und das ist die Erleichterung in der Religion. Wallahu ta'ala ala. Angenommen, man hat ein Grundstück und vielleicht 1 Million Euro wert oder so, aber man hat ja nicht das Geld selber, wie zahlt man dann die Zeit? Wenn man allgemein antworte ich, wenn man allgemein, okay, Vermögenswerte besitzt, aber man kriegt sie später ausgezahlt, aber die gehören dir, dann verspätest du deine Zakat zu dem Zeitpunkt, wo du später bekommst. Weil vorher keine Bar. Aber du hast eigentlich Geld, aber es ist jetzt nicht verfügbar, dieses Geld. Das Geld ist jetzt nicht verfügbar, das ist erst verfügbar zum Beispiel in 5 Jahren. Das ist verfügbar in 5 Jahren. Dann zahlst du, dann verspätest du die Zakat auf 5 Jahre später. Allah, fünf Jahre denn rechnen? Ah. Na, das ist ehrlich gesagt. Wie ist das, wenn jemand mit der Religion spielt und er gibt, bevor er ausgeben muss, gibt er Geld weg, damit er den Nasib nicht erreicht hat. Hm. Muss er trotzdem hier raus? Nisab. Nasib ist Schicksal. Muss er hier trotzdem bezahlen? Ja, wenn eine Person jetzt eigentlich zakatpflichtig ist und er gibt das Geld einfach nur weg, also er hat jetzt wirklich keine Verpflichtung oder sonstiges, er gibt das Geld nur weg, um die Zakat zu entgehen, so gehört er zu der Androhung der Leute, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Nein, der Vorteil. Wie lange hat man Zeit, die Zakat zu zahlen? Direkt sofort? Muss man die Zakat bezahlen, wenn das Jahr um ist? Nein. Wenn man sie verspätet, wird man sündig. Außer man hat einen islamischen Grund. Was könnte so ein islamischer Grund sein? Zum Beispiel, du hast einem Bruder gesagt, okay, du hast mir vorgestellt, es gibt Leute bei euch im Dorf, die sind arm. Und ich werde euch das Geld geben, meine Zakat, damit sie zu essen und zu trinken haben. So, dieser Bruder war für dich nicht erreichbar. Du konntest ihn erst eine Woche später erreichen, nach dem Zeitpunkt, wo das eingetroffen ist. Das ist eine islamische Entschuldigung. Okay? Weil du das schon vorher hättest eigentlich regeln wollen, aber durch einen Umstand ist das nicht dazu gekommen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ansonsten zahlt man die Zakat zu dem Zeitpunkt. Es gibt viele Leute, die machen einen grundlegenden Fehler. Die verschieben die Zakat oder die Zahlung des Zakat auf Ramadan. Wenn jeder das macht, dann haben die Armen nur wann Geld? Oder zu essen im Ramadan? Ja, was haben die davon? Aber sie haben doch das ganze Jahr Hunger. Ist doch nicht so, dass sie ihren Hunger aufschieben jetzt? Ja, bis Ramadan schlafen wir eine Runde. Die haben doch jeden Tag Hunger. Und jeden Tag Durst. Deswegen, liebe Geschwister, man macht das so, dass man, wenn das Jahr erreicht ist, dann zahlt man. Und dadurch, dass das bei vielen unterschiedlich ist, das gesamte Jahr über, haben sie ständig etwas, die Armen. Möge Allah die Armen immer versorgen.
Kann man denn noch von seinem monatlichen Einkommen 12,5% Ansatzsteuer zahlen? Wir haben ja gesagt, die Bedingungen für die Zakat sind zwei. Wir wiederholen sie nochmal. Einmal, dass man was erreicht hat? Grundwert. Den Grundwert. Und zweitens? Das ein Jahr so, mal angenommen, du bekommst jetzt jeden Monat ein Lohn. 1.300, 1.400 Euro. So, aber dein Geld ist immer weg. Das ist normal bei den Jugendlichen, ne? Das Paar, wir hatten einen, der ist einmal mit uns zur Umrah gefahren. Und dann habe ich den Leuten die Regeln erklärt und dies und das. Und dann habe ich ihnen auch erklärt, dass sie dann die Haare schneiden müssen oder kürzen müssen. Und die Friseure dort nehmen 10 Rial. 10 Rial sind 2 Euro ungefähr. Hat er gesagt, das Geld habe ich nicht mehr. Ich sage, was hast du gemacht mit deinem ganzen Geld? Er hat nicht mal 2 Euro gehabt. Ja, ich gebe eine Runde. Ja, das kannst du im Flugzeug machen, weil die Runde geht nicht auf deine Lasten. Da kannst du sagen, ich gebe eine Runde. Aber noch nicht, wenn du bezahlen musst. Und dass du nicht mal mehr 10 Rial übrig hast, um deine Haare zu schneiden. Das geht nicht. Deswegen, liebe Geschwister, man muss das so machen, dass man auch natürlich mit dem Geld umgehen kann. Unabhängig davon, wenn man jedes Mal sein Geld ausgibt oder den größten Teil seines Geldes, hat man den Nisab erreicht, ja oder nicht? Den Grundwert. Also? Keine Paranoidisch. Zählt doch als Zeit. Nein. Es wird gefragt, bei welchen Organisationen kann man die Zakat entrichten? Bei welchen Organisationen kann man die Zakat entrichten? Bei allen Vertrauenswürdigen. Ja, ich kann jetzt hier keine. Gib von mir aus an Ar-Rahma. Wenigstens kennt man diese Leute, Alhamdulillah. Und es gibt einige Organisationen. Kommt, inshallah, machen die Khair damit. Wir gehen, als Muslime gehen wir immer vom Guten aus. Bis wir einen Beweis haben, dass wir sehen, dass Leute Geld veruntreuen oder sonstiges haben. Natürlich können wir diese Leute nicht empfehlen, aber solange wir diese Beweise nicht haben, gehen wir immer davon aus, dass unsere Geschwister Gutes machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister reichlich dafür belohnen, dass sie solche Projekte in der ganzen Welt machen, um den Armen zu helfen. Wallahi, und so siehst du, es gibt Leute in der Umma, sie helfen und sie sind eine Bereicherung für die Umma. Und dann siehst du Leute, die nur Fitna machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wie ist die Sache zum Beispiel, wenn man nicht ganz genau weiß, ob eine Woche vor das Geld bekommen hat und gibt man eine Woche vor, da ist nicht so sicher zum Beispiel, da sollte eben die genaue Zeit. Man soll einen Zeitpunkt festlegen. Zum Beispiel, du bist genauso einer wie ich, du weißt niemals, was du festgesetzt hast. Dann schreibst du dir auf, 1. Muharram. 1. Muharram. Das ist der erste Tag im Jahr Hijri bei uns. Da gibst du immer deine Zakat. Okay? Sowieso, der Tag bestimmt sich ja auch erst danach, wo du deinen Nisab erreicht hast, deinen Grundwert. Bevor du den nicht erreicht hast, brauchst du ja nicht über die Zakat nachzudenken. Zum Beispiel kriegst du im 10. Muharram deinen Grundwert, dann schenkt dir jemand 3.000 Euro. Ab diesem 10., das ist sozusagen dein Stich, wie sagt man, Stichtag. Okay? Ein Jahr später zahlst du darauf die Zakat. Es wird gefragt, wie ist es, wenn ein Sohn seine Eltern unterstützt bezüglich Miete, Einkaufen und alles, als was wird das gezählt? Wenn ein Sohn seine Eltern unterstützt und er zahlt für sie einen Anteil an der Miete, am Essen, am Trinken, wie ist die Sache hier? Dieses zählt nicht als Zakat, weil er verpflichtet ist für seine Eltern. Jeder, der eine Verpflichtung hat gegenüber jemanden, dessen Anteilnahme, dessen Unterstützung kann niemals als Zakat gezählt werden. Ist ein Mann verantwortlich für seine Frau? Ja oder nein? Al-Qawwamuna? Al-Rijalu Qawwamuna ala Nisa. Die Männer sind verantwortlich für ihre Frau. So. Jetzt ein Mann sagt, ich will besonders gnädig sein, meine Frau ist sehr arm, ich gebe ihr die Zakat. Kann er das machen? Nein. Warum nicht? Weil er ist verantwortlich. Er ist verantwortlich für sie. So. Wir lassen ihn jetzt immer reden. Alhamdulillah, sein Deutsch, Allahu Akbar. Sehr gut, möge Allah ihn weiter unterstützen. Alhamdulillah. Einen Moment bitte. Ein Mann sagt, meine Frau ist arm. Ja, dann sagen wir, schäm dich, warum bist du reich?
Wie kann das sein, du bist reich und sie ist arm? Ja, nicht so hart, aber mit arm meinen wir, sie hat wirklich nichts, ja? Nicht mal zum Anziehen und so. Das ist, hier macht er einen grundlegenden Fehler. Er ist verpflichtet, für seine Frau zu sorgen. Und diese Art von Ausgaben, die er gegenüber seiner Frau hat, ist keine Zakat, sondern ist was? Seine Verpflichtung. Einer lebt mit seiner Mutter zusammen. Seine Mutter ist arm. Er sagt, ich habe Geld, ich will ihr Zakat geben. Kann er das machen? Nein. Warum? Weil er ist für sie verpflichtet. So. Eine Ehefrau, sie ist reich. Und ihr Mann? Nicht so. Jetzt sagt sie, ich gebe ihm die Zakat. Geht das, um seine Schulden zu bezahlen? Geht das? Ja. Ja? Ja. Warum? Weil sie nicht verpflichtet. Sie ist nicht für ihn verantwortlich. Also kann sie ihm die Zakat geben. Sie ist nicht für ihn verantwortlich. Eine Schwester sieht ihr Bruder, dem scheint es nicht gut zu gehen. Sie gibt von ihrem Vermögen ihm die Zakat. Darf sie? Ja. Ist das Zakat? Ja. Warum? Nicht verantwortlich. Allahu Akbar. Ja, so recht. Wenn ihr ein paar Grundlagen lernt, dann passt das. Nein? Von dir habe ich Angst. Wie verhält sich eine Frau mit Schmuck, Brautkleid bemalt, verpflichtet? Wenn eine Frau Schmuck besitzt, muss sie davon die Zakat entrichten oder nicht? Es gibt drei Ansichten der Gelehrten im Wesentlichen. Das ist ganz einfach. Die erste Ansicht ist, wenn sie das nur so hortet, das Gold, um es als Kapitalanlage zu besitzen, das heißt, sie hat es nicht als Schmuck, sondern sie nutzt das, um daraus danach Profit zu schlagen, diese zahlt jedes Mal dieser Kern darauf, wenn 85 Gramm von Gold erreicht sind. Wenn sie das aber als Schmuck trägt, so sich zu schmücken vor ihrem Mann, ja, dann gibt es zwei Ansichten. Die eine Ansicht ist, sie zahlt einmal in ihrem Leben dieser Kern. Und die zweite Ansicht, und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, und das ist die richtige Ansicht, sie braucht darauf überhaupt keine Zakat zu bezahlen. Weil sie das als was trägt? Schmuck. Als Schmuck, wie sie andere Sachen auch als Schmuck trägt. Dann braucht sie darauf nicht die Zakat zu bezahlen. Wallahu ta'ala ala. Wa ala. Gibt es jemand anderes? Da waren drei. Was ist mit jemandem, der Haramgeld besitzt? Ist er auch verpflichtet darauf Zakat? Jemand, der Haramgeld besitzt, der hat andere Probleme. Ja? Dieses Haramgeld muss an diejenigen zurück, wenn man sie findet, denen man Unrecht angetan hat. Vater, Malik. Geht es dir wieder besser, inshallah? Alhamdulillah. Wie ist das, wenn man Geld findet auf der Straße oder irgendwo anders, muss man das abgeben? Also wenn du es auf der Straße findest, was anderes, als wenn du es im Portemonnaie von jemandem findest. Eine Person ist auf der Straße, er findet Geld. Wie ist die Sache? Hier unterscheiden wir viel Geld, wenig Geld. Wenn es jetzt 2, 3, 4, 5 Euro sind, nimm das mit und von mir aus spende das. Wenn das aber jetzt viel Geld ist, zum Beispiel 1000 Euro, okay, dann macht man einen Zettel ran, es wurde Geld gefunden, derjenige, der das Geld verloren hat, soll sich bitte unter der Nummer melden. An der Stelle, wo man es gefunden hat. Wenn jetzt zum Beispiel eine Laterne ist, dann Laterne. Okay? Genau. Richtig. Du kannst dich austoben in deiner Kreativität. Auf jeden Fall. Es geht darum, dass man das bekannt gibt. Und wenn er das nach einem Jahr nicht abgeholt hat, dann ist man. Ja. Klar. Das wolltest du ja hören, ne? Zum Schluss. Das Letzte kommt immer. Das Beste kommt immer zum Schluss. Na. Sagen wir nochmal so. Ich habe zum Beispiel 2000 Euro, ich habe leider nicht. Und von dieser zahle ich jetzt das Zakat in dieses Jahr und nächstes Jahr habe ich nur 1900 Euro. Ja. Soll ich nicht mehr zahlen, weil die Grund, was ist. Wenn der Grundwert nicht erreicht ist, brauchst du keine Zakat zu bezahlen. So einfach ist die Rede. Letzte Frage, Vater. Frage zu den 1000 Euro, wenn die gefunden worden sind. Wenn man schreibt, ich habe 1000 Euro gefunden. Nein, du schreibst das nicht so. Es wurde, deswegen habe ich gesagt, was haben wir gesagt? Geld gefunden. Man soll sich bitte unter dieser Nummer melden. Und dann, wenn er anruft, dann kannst du ihm die Detailfragen stellen. Weil so wird, jeder hat sie verloren, wenn du verstehst, was ja, deswegen. Jeder hat sie verloren, das ist klar. Ja. Der Betrag 1000 Euro sind.
soll ich dann wissen, dass diese Person ist die richtige? Ich meine, wenn ich... Jetzt du fragst jemanden, einer ruft dich an, okay? Ja. Du hast 1000 Euro gefunden. So, jetzt sagst du ihm natürlich als erste Frage, was? Wie viel Geld hast du verloren? Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er richtig tippt? Wie hoch? 50. Er wird ja ungefähr wissen, wie viel es war. Okay? Er wird ja ungefähr wissen, wie viel es war. Und gerade Leute, die das immer nachzählen, der weiß ganz genau sogar. Okay? Dann daran, es gibt ja so zwei, drei Fragen, die man stellt.